Und jetzt kann ich das mal öffnen hier. Und zwar sieht das dann nachher so aus. Das ist das Gießer Küchenbeil. Das Ding hat, glaube ich, etwas über 500 Gramm, also das ist schon was Schweres. Moment, so. So sieht das aus, so sieht das aus. Ist natürlich ab Werk auch schon geschliffen. Und was jetzt ganz interessant ist, was ich jetzt als erstes machen werde, ich werde jetzt einfach das Ding mal auf den Besttester nehmen und mal schauen, wie das denn schon ab Werk geschliffen kommt. Und dann können wir mal schauen unter dem Mikroskop, wie die Schleifkante aussieht und so weiter. Das zeige ich euch dann alles mal und dann schauen wir mal. So, jetzt schauen wir mal hier kurz rein in den Besttester. Das kann man jetzt messen wie ein ganz normales Messer auch natürlich. Ne? Ich setze das hier ein. So, sitzt drin. Und jetzt lassen wir das einfach mal runter. Ja, also da kann man wirklich nicht meckern. Was haben wir? 255? Ja, 255. Das ist eigentlich so ziemlich genau das, wenn ich ein Messer bekomme ab Werk, die haben alle so um die 250. Das ist ganz egal, ob ich Victorinox nehme, ob ich Gießer nehme, ob ich Wüsthof nehme, ob ich Zwilling nehme. Das ist eigentlich ganz egal. So die maschinelle Schärfe, also die maschinelle Schärfe out of the box ab Werk liegt so etwa bei 250 bei guten Messern. Also das muss man schon sagen, das ist dann kein Schrott. So, okay. Was werde ich jetzt machen? Ich nehme das Ding jetzt gleich mal unter das Mikroskop. Da blende ich euch dann mal ein paar Bilder ein. Und dann muss ich ja erstmal rausfinden, wie der Schneidwinkel ist. Und diesen Schneidwinkel werde ich rausfinden mittels der Edding-Methode. Das heißt, ich werde die Schneidkante hier vorne mit Edding schwärzen. Oder ich kann es auch hier machen, mit Edding schwärzen. Und dann auf meinen Schleifstein auflegen und nur von Hand probieren, was nehme ich weg an der Phase. Da kann man ja dann zum Beispiel kurz unter das Mikroskop gucken, wie viel nehme ich weg und so weiter. Weil ich weiß nicht, wie das jetzt angeschliffen ist. Ich schätze mal, das ist so mit 15 bis 20 Grad angeschliffen. Ich habe ja hier, wie ihr wisst, dieses Laser-Messgerät, um, ja, wenn man da einschaltet, seht ihr da hinten so einen Punkt und damit kann ich die Messer, die Schneidwinkel rausmessen. Da kriege ich natürlich nicht hier rein, ne? Logisch, wie soll das gehen? Ne? Ich meine, ich kriege die Vorderseite kriege ich noch rein, aber das war's. Das ist aber auch schon was Extremes. Also, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig als Edding-Methode und das machen wir jetzt dann gleich mal. Dazu baue ich mal ganz kurz um. So, was ich jetzt gemacht habe, der Reihe nach. Ich habe die Schneide hier schwarz eingefärbt. Ich habe, das könnte ich übrigens auf der Rückseite auch machen, aber ich bin ja blöd, ich habe das jetzt nur auf einer Seite gemacht. Ich habe das eingespannt, habe hier einen Klebestreifen drunter gemacht, dass es nicht verkratzt. Warum will ich das auf gar keinen Fall verkratzen? Und zwar habe ich diese Woche ja mit der Firma Gießer gesprochen, von denen ich dieses Küchenbeil zur Verfügung gestellt bekommen habe und habe gesagt, ich brauche das, weil ich daran mal üben möchte, wie das funktioniert, aber für mich selbst brauche ich das eigentlich nicht. Und dann hatten wir die Idee, wir werden das Ding auf meinem Kanal demnächst verlosen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen möchte, aber auf jeden Fall irgendeiner von meinen Zuschauern wird dieses Küchenbeil demnächst besitzen
Und Leute, ich sage euch was, da kann die Grillsaison losgehen. Da gibt es keinen Knochen, der euch im Weg steht. Nur so viel dazu. Also kleine Vorankündigung. Ich werde demnächst eine Verlosung machen. Da wird es dieses Küchenbeil zu gewinnen geben, sozusagen. Ich habe gedacht, vermutlich werde ich irgendeine Antwort haben wollen von euch, wo natürlich soll die Firma Gieser auch was davon haben, wo ihr auf der Homepage der Firma Gieser recherchieren könnt und dann kommt die Antwort unten in die Kommentare rein. Und dann gibt es, wenn ich das richtig gesehen habe, auf YouTube ein Auswerteverfahren, das automatisiert abläuft. Das kann man dann online machen, kann das abfilmen, wo man vorgibt, was die Antwort sein muss. Ja, in dem Fall jetzt nur mal ein Beispiel, irgendeine Bestellnummer oder ein Name. Dann kann man das in die Box reinschreiben, was man haben möchte, und dann sucht es in den Antworten nach diesem Namen oder nach der Nummer. Und jeder, der die Nummer drin hat, kommt in die Losbox und dann macht das Programm einfach einen Zufallsgewinner. Und dieser Gewinner kann sich dann mit mir in Verbindung setzen, mir seine Adresse schicken. Und das Einzige, was ich da gern haben möchte, ist, ich möchte gerne ein Bild mit dem Messer und dem Gewinner von dem zurückgesendet haben, sonst ist das an nichts gebunden. Okay, aber jetzt mal Tacheles hier. Und zwar schleifen wir mit Hilfe meiner Front Wheel Base. Dazu, wenn wir so ein großes Messer haben, muss die Front Wheel Base rausgezogen werden. Ich zeige das mal hier, habe ich mir einen kleinen Strich drauf gemacht. Sieht man das? Also auf jeden Fall habe ich hier ist eine kleine Kerbe drin. Und diese Kerbe habe ich jetzt einfach mit bisschen Farbe ausgefüllt, dass man es besser sieht auf dem Video. Aber, und zwar kommt jetzt diese Kerbe hier an den Anfang, wird hier übereingestimmt, so, dann machen wir die Schrauben zu, die Schrauben zu. Ich habe jetzt die Höhe mal so eingestellt, wie wenn das Messer jetzt 15 Grad hätte, wenn es auf 15 Grad geschliffen wäre. Und jetzt gehe ich einfach her im trockenen Zustand. Zieh das mal ein paar Mal und dann sehe ich, sieht man das? Ich schleife nur ganz hier oben an der Kante. Das heißt, ich schleife jetzt ganz hinten dran. Das heißt, ich muss noch deutlich höher. So, dann mache ich hier die Schrauben auf. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal. Sieht das Ganze schon besser aus, aber ich sehe es noch nicht richtig. Moment. Ah, das können wir doch auch so machen, oder? Ich kann die doch auch einfach mal kurz laufen lassen. Messer drauflegen. Okay, ich muss noch ein bisschen nach oben. Jetzt sieht das gut aus. Schaut mal. Seht ihr hier den schwarzen Strich? Und jetzt nehme ich die ganze Schneide. So, das heißt, ich habe jetzt die ganze Schneide erwischt. Folglich mache ich genau mit dem Winkel jetzt ein Schneidwinkel dran. Ich habe beschlossen, wir machen jetzt an das Messer einen 20er Winkel dran. So, da ich ja eine neue Schneidkante anlegen will, nehme ich das 160er Rad, 160 Grit, einfach um schnellen Materialabtrag zu haben. So, ich denke mal, das soll es gewesen sein mit dem 160er Rad. Ja, jetzt spüre ich auch überall einen Bart. Ja, da ist er. Alles gut und ja, eine Schärfe ist auch schon da. Okay, dann wechseln wir mal
auf das 400. So, ich habe jetzt mal kurz noch ein Foto gemacht unter dem Mikroskop, wie es nach dem 160er Rad aussieht. Und jetzt gehen wir hier mal aufs 400er. Das soll es gewesen sein mit dem 400er. Weg. So sieht momentan die Schneidkante aus. Ich glaube, das ist ganz ordentlich so. Schaut mal. So. Okay, und jetzt gehen wir noch mal wieder kurz unter das Mikroskop und schauen uns das an. Also so sieht es aus nach dem 400er, habe ich euch im Bild gezeigt. Und jetzt gehen wir auf den 1000er. Auch da gehen wir zweimal drüber, das soll reichen. Aber man sieht natürlich, dass die Kratzer deutlich kleiner geworden sind. Und was man auch sieht, man sieht unten an der Kante der Schneide, sieht man diese Metallpartikel, die da weghängen. Das ist dann dieser Bart, der da rumhängt. So, das soll es mit dem 1000er gewesen sein und jetzt gehen wir wieder kurz unter das Mikroskop und dann schauen wir weiter. So, ich habe jetzt mal meinen Japanstein drauf gemacht, den werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen abziehen, weil der ist mir da ein bisschen zu dreckig. Ich benutze hierzu eine Diamantscheibe. Ich will einfach nur den Dreck darunter kriegen und gut ist. So. Da kann man dann nachher auch zum Beispiel schön sehen, was denn an dem Messer noch runtergeht mit dem Japanstein. Ja? Also der Plan ist jetzt, das Messer jetzt über den Japanstein zu ziehen, so lange bis die Klinge wirklich schön spiegelblank ist, und zwar mit einem halben Grad weniger wie diese 20. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich 19,5 oder so von der Höhe her machen. So, jetzt sieht das Ding natürlich wieder schön aus. Jetzt muss ich mal ganz kurz rüber an meine Software und die Höhe nochmal ausrechnen. So, ich habe jetzt an meiner Software für die Front Wheel Base habe ich jetzt die Höhe ausgerechnet, was wir hier brauchen. Und zwar haben wir ja jetzt die ganze Zeit geschliffen mit 20 Grad. Und jetzt habe ich die Höhe mit 19,5 Grad angegeben. Warum? Ich möchte gerne vorne an der Spitze eigentlich nicht polieren. Das will ich nachher mit dem Rockhard Filzrad machen, indem ich da eigentlich dann nicht 20 Grad, sondern 20,5 oder 21 Grad eingebe, sodass der Mikrobart oder der Grat einfach vollkommen entfernt wird. Und den will ich jetzt eigentlich hier auf dem Wasserstein überhaupt nicht machen, weil ich möchte mit dem Wasserstein, auch der produziert ja einen Bart, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte, dass das so bleibt, wie es war. Jetzt ziehen wir hier mal ein paar Mal drüber. Ja, guck mal, wie das schon gleich Material wegnimmt, wird schon gleich schwarz hier auf dem Japanstein. So,
Jetzt werden wir das Messer mal sauber machen. Und dann gehe ich mal kurz über den Besttester und dann gehen wir übers. Ach was, Besttester, zwischendrin brauchen wir das gar nicht machen. Ich gehe von hier jetzt auf das Rockhard Feldwedel und gehe dann auf das Leder und danach gehen wir auf den Besttester. Okay, bis gleich. So, nachdem wir jetzt mit dem Japanstein fertig sind und wirklich eine spiegelnde, absolut spiegelnde Schneide haben, gehen wir jetzt, hier könnt ihr auch mal schauen, da habe ich das Ding her, auf das Rockhard Feldwedel, das wirklich steinhart. Ich verlinke euch ich kriege immer wieder Anfragen bezüglich Links und so weiter. Ich tue immer jetzt in den Video die Links mit einblenden, könnt ihr abschreiben oder ich habe natürlich auch unten Links drin. So, das geht noch ein bisschen schwergängig drauf. Der Gedanke ist eigentlich, dass man in diese Filzräder vielleicht eine Hülse reinmacht mit einer 12er, mit einer 12er Bohrung. Ich glaube, dass das overall mit Sicherheit besser ist. So, das Filzrad habe ich beschichtet. Mit einem, ich sag's mal kurz, 1 Mikron Diamantspray. Ich kann mal kurz zeigen, wie sowas aussieht. Das ist auf einer Alkoholbasis. Wenn ich das aufsprühe, so, das gibt einfach ein bisschen Schaum, das ist es. Und dann verteile ich das einfach mit dem Finger so ein bisschen. Und man merkt die Körnung, das ist jetzt 1 Mikron. Ja. Wenn man da ein bisschen wartet, ist das wieder trocken und gut. Aber ich habe jetzt erst 2 Messer drauf geschliffen. Das heißt, ich brauche das jetzt nicht neu beschichten. Die Höhe habe ich eingestellt für 21 Grad jetzt. Ich habe ja das Messer mit 20 Grad geschliffen. Übrigens, kann man das mal sehen? Schaut mal, so sieht die Schneide jetzt aus. Das spiegelt alles, ja. Das ist schon richtig klasse. So, und jetzt schleife ich mit 21 Grad nochmal nach, um einfach diesen letzten Bart noch zu entfernen. So, das war's mit dem Filzrad. Jetzt werde ich die Schneide sauber machen und dann gehe ich noch mal rüber aufs Leder. Und dann schauen wir am Besttester, was wir gekonnt haben. Ja, ist die Klinge, die spiegelt und blitzt, das ist schon super. Mal fühlen. Oh ja, Leute, oh ja. Das wird lustig. So, ich komme gleich wieder. So, Lederrad habe ich drauf gemacht und zwar das mit dem Chromiumoxid. Das ist praktisch, ich mache es nicht mehr, aber jetzt habe ich es nun mal, weil das ist echt scheiße. Du kannst nirgends hinfassen und bist sofort grün. So, jetzt muss ich noch die richtige Höhe einstellen. An meinem Messschieber habe ich schon gemacht. So, sobald ich hier aufstehe, gehe ich ein kleines bisschen weg, dass es sich bewegt. Okay, dann bitte immer hier einen Finger drauf machen, weil hier habt ihr die Referenzhöhe. Das hier passt sich automatisch an. So, und dann schauen wir mal. Dann gehen wir jetzt mal noch übers Leder. Von jeder Seite 3-mal. Und das soll es gewesen sein. Danach gehen wir auf den Bestschärfetester. Und wie gesagt, das geht alles immer nur mit dieser Frontwheelbar. Mit dem normalen würdet ihr das alles gar nicht hinkriegen mit so einem Riesenteil. Oder ihr müsstet euch irgendwas einfallen lassen, keine Ahnung.
So, das war's. Ich mache das Messer mal kurz sauber. Mache auch das Jig weg. Und dann gehen wir rüber zum Besttester und dann melde ich mich wieder. Ich baue dann auch die Kamera um. So Leute, dann geht's weiter. Hier liegt das gute Stück. Nochmal kurz zeigen. Hier, jetzt sieht man es ganz gut, dass die spiegelt. So. Und jetzt werden wir hier mal gucken. So, wieder reinstellen. So, Tara drücken. Und jetzt gehen wir relativ weit vorne hin. Das sind 110. So Leute, ich stelle das mal kurz ein bisschen hoch. Und hier bin ich, ja. So. Wie ich gesagt habe, dieses Messer ist das erste Mal, dass ich sowas geschliffen habe. Vielleicht sehen wir das noch mal ein bisschen, ob das spiegelt oder nicht. Zeigt jetzt das Licht. Ja, hier seht ihr das schon. Die Klinge ist also schön, das spiegelt alles. Dieses Messer wurde praktisch mir zur Verfügung gestellt von der Firma Gieser. Wieso ist denn das so? Ah, ich glaube, ich habe den Zoom noch halt gerade andersrum. So, jetzt sieht das schon besser aus. Also, das hier kann bald jemand von euch gehören. Und zwar, ich sag mal, in den nächsten Tagen oder maximal 2 Wochen oder so, werde ich mir was einfallen lassen, wie ich das, ach so, ich soll in die Linse gucken, wie ich das verlose. Der Herr Gieser hat praktisch dem zugestimmt, weil er hat mir das ja zur Verfügung gestellt, weil ich habe in meinem Leben noch nie so ein Ding geschliffen. Jetzt habe ich eins geschliffen und ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Ich werde das jetzt in diese Kiste wieder einpacken. Hier. Da kommt das jetzt rein. Und das rührt jetzt keiner mehr an. Hier nochmal, Leute. Premium-Cut-Linie von Gieser. Da werde ich jetzt meinen Messerblock noch vervollständigen. Und sobald ich den vollständig habe, werde ich euch da mal einen kleinen Test drüber abliefern. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine tolle Sache wird. Das Messer selbst, habe ich schon das Kochmesser? Warte mal, ich zeige es euch kurz. Hier bin ich wieder. Das ist das Chefmesser. Das gibt es in 20 und 30 cm, aber 20 cm reicht mir. Das habe ich noch nicht geschliffen, da war ich noch nicht dran. Das lasse ich ganz in Ruhe. Die restlichen Messer, die ich für einen Messerblock brauche, habe ich jetzt bestellt. Die kriege ich auch. Sobald der komplett ist, zeige ich euch das. Gieser hat auch einen wunderschönen Magnetmesserblock, der mir sehr gut gefällt. Das zeige ich euch dann. Und ja, mal schauen, vielleicht kann ich dem Herrn Gieser noch was abquatschen. Vielleicht so ein Zweier-Set oder irgend sowas, das ich auch verlosen kann auf meinem Kanal. Ich habe da nichts davon. Ich werde natürlich vielleicht das so einstellen, dass ihr irgendwelche Fragen beantworten müsst, wo ihr einfach auf die Gieser Webseite kurz gehen müsst, weil irgendwas muss der ja auch davon haben, weil wer hat schon groß was zu verschenken. Aber auf der anderen Seite hat er ja auch ein bisschen Werbung für sich. Wobei ich sagen muss, Leute, bitte, alles was ich darüber sage, meine ich auch. Und wenn das Ding scheiße ist, Entschuldigung, sage ich das auch. Das weiß aber der Gieser auch. Und das Risiko ging er gerne ein, weil er sagt, meine Messer sind nicht scheiße, die sind einfach gut. Und bis jetzt, was ich gesehen habe, die ganzen Metzgermesser, was er mir gegeben hat zum Probeschleifen und so, hier an das Ding habe ich, glaube ich, ein 60er Bestschärfe hingebracht. Leute, das ist irre, ja. Und der Stahl ist scheinbar recht hochwertig. Das hat mir zumindest mein australischer Kollege Vadim gesagt. Der hat gesagt, und da muss ich mir es drauf verlassen, ich bin kein Stahlexperte, ich bin kein Metallurge, ich bin kein Nix, aber er hat gesagt, seines Wissens nach ist dieser Stahl besser wie der von Victorinox. Und Victorinox ist ja keine Puppelmarke. Deswegen, die Firma Gieser macht richtig gute Messer. Und ich bin dankbar dafür, dass ich die bekommen habe zum Üben, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen auch jetzt dieses Cleaver, dieses Küchenbeil. Ich habe noch nie sowas geschliffen. Das habe ich jetzt mal gemacht.
Und das freut mich. Mir ist gut gelungen, glaube ich. Ihr könnt ja gerne unten in die Kommentare mal reinschreiben, was ich alles falsch gemacht habe. Ich kann mit Kritik umgehen, solange sie fair und sauber ist. Und ich meine, ich bin noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und zwar mein erstes Clio, das ich geschliffen habe. Und dafür bin ich ganz zufrieden. Ich wünsche allen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ciao.